Deutschland. Erste Eindrücke jetzt hier aus dem Velodrom, live mit Hagen Bosdorf und Herbert Watteroth. Das ist die Mannschaft aus Neuseeland, die hier das erste Zeichen gesetzt hat. 18 Mannschaften, Zweiermannschaften aus 18 Nationen haben diese Disziplin in Angriff genommen, die ja im nächsten Jahr zum ersten Mal auf dem Programm der Olympischen Spiele in Sydney stehen wird. Mit der Nummer 10 sehen wir hier Olaf Pollack von den Agro-Adlern aus Brandenburg. Er kommt aus Cottbus, war ja der unglückliche fünfte Mann des so erfolgreichen deutschen Bahnvierers. Und er ist unterwegs in diesem Rennen mit Andy Kappes, der ein ganz erfahrener Mann in dieser Disziplin ist und der ja im vergangenen Jahr auch eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft damals noch mit Stefan Steinweg gewann. 240 Runden ist die Distanz. Jede 20. Runde gibt es einen Zwischenspruch. Wie beim Sechstagerennen kennen Sie das ja vielleicht. 5, 3, 2 und einen Punkt für die ersten vier Fahrer. Die Schlusswertung dann später doppelt. Also man muss ein gutes Auge haben für die entsprechenden Angriffe. Man muss sich möglichst lange im Windschatten aufhalten, um dann Kraft genug zu haben, jeweils nach 20 Runden einen Wertungssprint zu gewinnen. Noch zwei Runden bis zur nächsten Wertung. Ganz vorn. Das sind Mitfavoriten auch mit der Nummer 15 Galkin Grischkin, zwei schnelle Russen. Dahinter die Australier und Martinello Villa, dieses berühmte Duo aus Italien, das ja auch schon zweimal Weltmeister war. So, jetzt kommt Team aus Belgien mit Etienne de Wilde, der aber nur Zweiter wird, hinter den Australiern Brad Aitken. Also 5 Punkte für die australische Mannschaft und 3 Punkte für die Titelverteidiger de Wilde und Matthew Gilbert. Der Beginn des Rennens zeigt bereits, wie schwer es für das deutsche Duo in diesem Wettkampf wird, denn bisher blieben Andy Kappes und Olaf Pollack ohne Punkte, aber vielleicht haben sie ja noch Glück, eine Runde zu gewinnen, denn sie wissen als Kenner dieser Disziplin, Rundengewinn geht vor Punktgewinn. Hier Andy Kappes im Bild. Der beim Punktefahren leider nur Vierter wurde, der verpasste den alles entscheidenden Antritt wenige Runden vor Schluss und musste dadurch mit dem vierten Rang zufrieden sein. Das soll es vielleicht gewesen sein, während wir hier noch einmal Olaf Pollack aus Cottbus im Bild sehen. Ein erster Eindruck von diesem Rennen. Es sind noch 175 Runden zu absolvieren und nach 3 Sprints dieser Zwischenstand aus. Fahren bei Andreas Kappes und Olaf Pollack, denen wir natürlich die Daumen drücken in diesem Finale. Und viele der 6-Tage-Veranstalter sitzen natürlich auch hier auf der Tribüne. Da geht es auch um lukrative Verträge. Aber zunächst mal um die Medaillen. Und da wird auch mit Hagen und Ösen gekämpft. Hagen Bosdorf und Herbert Watteroth. Zunächst, liebe Zuschauer, wollen wir Ihnen eine Szene zeigen. Nach 100 Runden ein Sturz. Kurz nach einem Wechsel, in den auch das deutsche Duo verwickelt ist. Olaf Pollack und Bruno Risi stürzen, touchierten. Hier sehen Sie den Weltmeister im Punktefahren. Dann Franz Stocher aus Österreich dabei. Auch die Franzosen mit Dacruz. Und eben auch Olaf Pollack. Und Kurt Betschart. Ich wollte noch sagen, Kurt Betschart bekam eine Strafrunde, weil er nicht mitfuhr. Aber jetzt kommt der 9. Sprint. Die nächste Runde und die Franzosen diesmal vorne, Neuville, Dacruz, sie sichern sich hier die Punkte, aber mit dabei auch die Mannschaft von Deutschland mit Andy Kappes, Rang 3, dazwischen dann noch die Dänen mit Jimmy Madsen und Jakob Piel. Jetzt das Ergebnis des Sprints, 60 Runden vor Schluss. Mit der roten Nummer 8, das ist Jérôme Neuville, der 24-Jährige, der bereits die Silbermedaille mit dem französischen Bahnvierer hier in Berlin gewonnen hat. Das ist erst einmal die Wertung für den 9. Sprint, also Frankreich vor Dänemark, Deutschland und Australien.
Und die Dänen, sie zeigen sich hier als die fleißigsten Punktesammler im bisherigen Wettbewerb. Sie haben